Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch einen wunderschönen Glowy Summer Look schminken für ölige Haut oder beziehungsweise Mischhaut, die schnell nachfettet. Und dann habe ich für euch noch wirklich ganz, ganz tolle Tipps für, sag mal, reifere Haut. Und ich würde sagen, wir starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und wenn es euch gefällt, schenkt mir gerne ein Däumchen nach oben. Mein Gesicht habe ich schon eingecremt, ist schon mit Feuchtigkeit versorgt. Und als allererstes beginne ich jetzt mit dieser NYX Palette, mit dieser Color Corrector Palette. Und benutze den letzten Ton hier ganz unten links, tupfe mit meinem Sigma P82 ein bisschen rein. Und ich habe jetzt hier meinen Spiegel, deswegen nicht wundern. Genau, und gehe hier in die Augeninnenwinkel, weil ich nämlich hier ausgeprägte Venen habe und das ziemlich bläulich ausschaut. Und mit dem kann man das Ganze ein bisschen neutralisieren. Ich glaube, das kann man jetzt hier auf der Seite nochmal ganz gut erkennen und gehe jetzt da quasi drüber und das neutralisiert das wirklich sehr, sehr schön, ohne dass man irgendwie zugekleistert ausschaut. Schaut natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, weil der Rest von der Haut noch nicht ebenmäßig ist, aber das wird noch versprochen. Als nächstes mache ich dann weiter mit meiner Foundation und da benutze ich immer die Estee Lauder Double Wear Stay in Place. Ich habe jetzt hier die 3W1 Tawny, weil ich war im Urlaub und das bin jetzt einfach ein bisschen mehr gebräunt. Mal schauen, wie lange noch bei diesem Wetter. Das ist ja wirklich der Wahnsinn dieses Jahr. Und gibt es mit meinem Sigma F80, dieser Flat Kabuki. Und diese Foundation ist wirklich der Wahnsinn, weil die einfach für ölige und Mischhaut super geeignet ist. Weil die Haut nicht so schnell nachfettet, aber trotzdem mit Feuchtigkeit versorgt ist. Ich gehe dann tatsächlich auch ein bisschen mit dem Rest über die Augen drüber, dass einfach der Farbausgleich da ist. Die Haut schaut mittlerweile jetzt ebenmäßiger aus, aber ich finde, dass die jetzt nicht zugekleistert ausschaut. Also ich finde, dass das wirklich eine schöne Foundation ist. Man sieht immer nur ein bisschen meine Hautunebenheiten oder einfach Sommersprossen und so weiter. Also ich finde die wirklich toll. Und jetzt für den Glowy Look, aber der sie auch verträgt mit öliger und Mischhaut. Wenn ihr trockene Haut habt oder normale Haut, dann könnt ihr dieses Produkt all over the face auftragen. Und zwar dieser Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Ich liebe ihn. Ich habe jetzt die Nummer 4,5 und trage das wirklich nur quasi hier an den Seiten auf. Man könnte den natürlich auch vorher auftragen, aber wenn ich den Flawless Filter mit meiner Foundation mische, dann fettet meine Haut ziemlich schnell nach und das möchte ich natürlich nicht. Ich gebe da ein bisschen was auf meinen Handrücken, verteile das so ein bisschen und kann dann eben jetzt mit meinem Pinsel, den ich auch für die Foundation benutzt habe, reingehen und trage das hier einfach auf, wo meine Haut nicht so schnell fettet. Und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Tipp, weil man einen wirklich sehr frischen Ton hat, ohne dass es zu cakey oder fettig ausschaut. Ne, das ist ja bei öliger Haut dann immer sehr schnell der Fall. Genau. Wie ihr seht, ich habe meine T-Zone freigelassen, weil das eben sonst sehr kontraproduktiv ist. Nächster Step Concealer benutze ich von Manhattan den Multitasker Concealer in der Farbe 50 Cent. Und ich gehe nicht mit diesem Schwämmchen rein, weil das, sonst habe ich viel zu viel Produkt. Und wenn man schon einige Fältchen hat, dann ist das einfach viel zu viel, sondern tupfe wieder mit meinem P82 von Sigma hier einfach so rein, gebe minimal Produkt auf. Und gehe dann in die Augeninnenwinkel, da wo ich jetzt hier quasi meine stärkste, oder das war jetzt zu viel, Hautunebenheiten habe, nicht Unebenheiten, sondern die Verfärbungen eben, die bläulichen durch die Venen. Und gehe wirklich nur hier entlang, nicht da, wo diese Fältchen sind, wenn man lacht, weil sonst kriegt es da rein und dann schaut man nur älter aus. Deswegen nur hier und den Rest vom Produkt streiche ich dann da aus, wo auch noch so, wie sagt man da, so Disbalancen so. Jetzt haben wir quasi die Grundierung geschaffen und damit mir aber wieder ein bisschen Leben dem Gesicht zurückgibt, starte jetzt erstmal mit meinen Augenbrauen und die käme jetzt erstmal durch. Ich habe da immer von Catrice diesen Slimmatic und käme da die restliche Foundation wieder aus den Augenbrauen raus. Ich färbe ja normalerweise meine Augenbrauen, aber das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, deswegen schauen die relativ hell aus. Weiter geht's. Und zwar, damit die Augenbrauen in Form bleiben, habe ich von Byenna Beauty dieses Clear Brow Gel. Und wie gesagt, das ist eben ohne Farbe und das ist richtig super. Mit diesem Bürstchen käme ich die einfach so ein bisschen durch und ich mag diesen Look nach oben nicht. Gell? Also kann jeder machen, wie er möchte, aber mir gefällt es nicht. Deswegen käme ich die einfach in Wuchsrichtung. Schon so ein bisschen nach oben, aber nicht zu viel. Ne?
und das hält wirklich bombenfest. Also das ist der Hammer. Banner Beauty hat wirklich ganz, ganz tolle andere Produkte, die ich euch noch zeige. Für den Bronzy Glowy Summer Look benötigen wir natürlich Bronzer und ich benutze da meinen Lieblingsbronzer von Banner Beauty in der Farbe 0310. Das Tolle an diesen Produkten ist, erstens mal sind es zweifach zertifizierte vegane Naturkosmetik, was eine Seltenheit auf dem Markt ist, und die Produkte haben sehr viele pflegende Inhaltsstoffe, Jojobaöl, Hyaluronsäure, also wirklich alles, was die Haut über den Tag auch pflegt. Das finde ich ganz, ganz toll. Und gebe jetzt quasi hier auf den Wangenknochen meinen Bronzer auf. Und ich finde, das ist der einzige, der bei mir keine Flecken macht. Keine Ahnung, wieso das bei den anderen so ist, aber der ist einfach wunderschön. Den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Aber bitte nur reintupfen, der ist mega krass pigmentiert. Also ich sage eh für Naturkosmetik, dass die Produkte wirklich auch von der Farbe her und von der Haltbarkeit und von der Pigmentierung her so toll sind. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das denkt man ja immer nicht bei Naturkosmetik. Gibt da einer immer was auf meine Nase. Hier immer nur so ein bisschen als Definition auf das Augenlid. Schon hat man wieder mehr Leben im Gesicht. Schaut einfach so von der Sonne geküsst aus. Ich liebe ihn. Dann kommt mein liebster Part, das ist Blush, und da habe ich jetzt einen neuen, den habe ich eigentlich schon im letzten Video gezeigt, und zwar von Charlotte Tilbury, dieser matte Beauty Blush Wand in der Farbe Pillow Talk. Das ist eine Exklusivfarbe, die es nicht auf Dauer erhältlich ist. Ich gebe hier einfach was auf den Handrücken. Ich mag das nicht auf die Haut sofort aufgeben, weil da habe ich keine Kontrolle über die Intensität. Ich gebe hier einfach was drauf, gehe mit dem Pinsel rein und trage das dann auf die Wangen auf. Und es ist so eine schöne Farbe. Ich liebe sie. Schaut sich mal die Farbe an. Man schaut sofort frisch aus. Und ich finde, mit diesen Steps, die ich jetzt gemacht habe, schaut man einfach schon viel, viel frischer aus, wie von der Sonne geküsst. Ich liebe jedes einzelne Produkt. Mein nächster Step ist Lidschatten, beziehungsweise ich benutze sehr, sehr gerne Highlighter als Lidschatten, weil die einfach nochmal von der Intensität viel, viel kräftiger sind. Und da benutze ich von Banner Beauty meinen Highlighter in Rosé. Das ist auch eine wunderschöne Farbe, die mag ich unglaublich gerne. Schaut euch mal die Pigmentierung an, die ist doch wirklich krass, oder? Nicht wundern, ich habe jetzt hier meinen Blush drauf, aber schaut mal die Pigmentierung. Wunderschön. Und den benutze ich eben heute als Lidschatten. Und den kann man wirklich beruhigt eben ober das, also am Auge aufgeben, weil eben da wirklich nur natürliche Inhaltsstoffe drinnen sind und auch gleichzeitig die Haut pflegen. Und das Packaging ist übrigens nachhaltig. Also man kann genauso wie Bronzer und Highlighter in Refill-System nachkaufen und auch recyceltes und recycelbares Material. Dann kommen noch unsere Wimpern und da benutze ich von Essence diesen Volume Booster Lash Primer und der ist wirklich super. Den trage ich jetzt hier auf, wie eine Wimperntusche. Schaut jetzt witzig aus, aber ist wirklich ein toller Effekt und gehe dann mit meiner Maybelline Sky High Lash Sensational zuerst über die Wimpern drüber, weil die wirklich vom Wimpernansatz wirklich jede Wimper mitnimmt. Und gehe dann im nächsten Step mit meiner Essence I Love Extreme Mascara über die Wimpern nochmal drüber, weil die einfach mehr Volumen macht, mehr Länge. Also die ist halt wirklich nochmal, die holt nochmal das Maximum raus. Wimperntusche ist drauf und das macht nochmal einiges aus, finde ich. Also der Ausdruck im Gesicht mit Wimperntusche ist einfach ein Unterschied. Und dann kommen natürlich noch die Lippen. Da benutze ich von Essence den Lip Liner in der Farbe 05 Soft Berry. Man hat direkt viel mehr Volumen. Und dann benutze ich von Banner Beauty die Farbe 05 Lost Cherry und gebe die bzw. tupfe die nur auf die Lippen auf. Die Farbe ist wunderschön. Ich werde euch die mal swatchen so richtig. Dieses Finish ist der Wahnsinn. Die Farbe ist toll. Pflegt auch die Lippen unterm Tag. Also ich mag die Farbe wirklich unglaublich gerne. Und darüber gebe ich ganz gerne die Farbe Seductive, das ist die Nummer 03. Das ist ein wunderschöner Nude-Ton, den werde ich euch daneben mal swatchen. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Also das ist quasi der Seductive, das ist der Lost Cherry. Und die beiden Farben sind meine Lieblingsfarben. Gibt natürlich auch noch viel, viel mehr bei Banner Beauty. Und gibt es auch nochmal in tupfenden Bewegungen drüber.
die perfekte Kombination für diesen Look, wie ich finde, weil die Lippen nicht zu stark herausstechen, ein bisschen natürlich einfach ausschauen und super gepflegt sind unterm Tag. Ihr habt übrigens bei Bronzer, Highlighter und auch Lidschatten immer Spiegelchen. Das heißt, wenn ihr die unterwegs mit dabei habt, dann könnt ihr euch schminken. Hier habe ich auch einen meiner Lieblingslidschatten von Bayana Beauty. Das ist dann die Farbe 01 Silk, auch mit einem tollen Spiegel mit dabei. Werde euch die Farbe mal swatchen. Also so schaut die aus. Wirklich ein sehr, sehr schöner Champagnerton. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Step. Schaut euch mal diese Farbe an. Wow, wow, wow. Habe ich in Dubai getestet und habe ich mir erst eine gekauft. Und das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Dann habe ich es mir zu Hause gekauft. Ich werde es euch verlinken. So ein tolles Spray. Und das gebe ich jetzt einfach über das Make-up drüber. Warte kurz, bis das getrocknet ist und ich glaube, die Kamera fängt das jetzt nicht ein, aber das macht so einen wunderschönen Glow. Das ist der Wahnsinn, das Spray. Ich mag es auch total gerne aufs Dekolleté oder auf die Beine. Das kann man auf den ganzen Körper sprühen. Und ja, also das macht wirklich einen wunderschönen Glow. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich krass, oder? Also das holt nochmal so richtig den Rest raus. Und ich vertrage das mit meiner öligen Haut super. Also das kann ich wirklich empfehlen. Ich liebe diesen Look und ich hoffe, euch gefällt es auch. Wirklich tolle Produkte, die ich alle mal in der Infobox verlinken werde. Ich habe bei Jena Beauty um einen Rabattcode gebeten, weil ich einfach unglaublich begeistert von den Produkten bin und weil ich eben auch hinter der Philosophie stehe. Tolle Inhaltsstoffe, nachhaltig und das finde ich einfach super. Sowas mag ich einfach und sowas gehört einfach heutzutage supported. Ich habe einen 15% Rabattcode bekommen und bei Jena Beauty gibt normalerweise keine Rabattcodes raus. Deswegen unbedingt nutzen. Ich werde euch die Webseite verlinken. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Farben von Lidschatten, Lippenstiften, Bronzer, Highlighter. Schaut euch da gerne mal um. Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich super. Dann hoffe ich natürlich, euch gefällt diese Art von Videos. Schreibt es mal gerne mal in die Kommentare, welche Produkte ihr sehr gerne benutzt und was eure Must-Haves bzw. Lieblinge sind. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr mir natürlich kostenlos auf YouTube abonnieren, Glocke oben rechts aktivieren, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online geht. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Hoffentlich kommt bald der Sommer und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!